Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem erneuten Special-Video. Heute eine Episode von Deal With und zwar eine etwas speziellere, denn heute geht es um zwei Spieler, beziehungsweise eigentlich nur um einen Spieler, den ich in Ewigkeiten oder seit Ewigkeiten feiere, den ich immer gemocht habe, von dem ich aber nie wirklich was mitbekommen habe oder nie wirklich extrem verfolgt habe. Ich würde ihn nicht zu meinen Lieblingsfußballern zählen, aber ich mochte ihn schon immer. Er ist der Lieblingsfußballer von meinem besten Kumpel Lukas, den kennt ihr eventuell auch, und dementsprechend gibt es heute ja eine Episode um seine Team auf der Season Card, die verrät schon ein bisschen was. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich drüber freuen. Wir haben in diesem Team noch eine weitere Team of the Season Card und allgemein ist es ein Team, mit dem ich jetzt auch in der Liga spielen möchte. Mit dem wollte ich eigentlich den Ken-Glitch ausnutzen, allerdings gibt es den nicht mehr und ich konnte ihn nicht ausnutzen, weil ich davor in Urlaub geflogen bin. Schade auf jeden Fall. Ich habe den heute gekauft bisher in den beiden Spielen, hat mir sehr gut gefallen. Allgemein das Team dazu gleich nochmal ein bisschen mehr und wir gucken uns das, würde ich sagen, jetzt einfach mal direkt an. Im Tor haben wir Bravo davor vermalen. Ja, dann den Kollegen Christian Fuchs, Company, Kavanda, Dembele, Schweinsteiger, Snyder, der Sniper, wie ihn Swayback nennen würde. Kareschma auf der rechten Seite, auf der linken Arnautovic und vorne drin der Mann, um den es geht. Lululu, Lukas Podolski, der ja, Superstar von Galatasaray Istanbul, Fragezeichen. Naja, auf jeden Fall einer der Superstars für die Deutschen, vielleicht der absolute Megastar da drüben. War auch bei EM dabei, hat nicht gespielt, leider Gottes. Ich denke mal, das hätte was gemacht, hätte er gespielt. 78.000 Münzen gekostet. Ich spiele ihn als Mittelstürmer auf 6 Chemie. Vielleicht reicht das trotzdem noch aus. Natürlich bekommt er kein Tempo, aber ein bisschen Dribbling, ein bisschen passend dazu. Und die Karte sieht einfach allgemein sehr, sehr geil aus. Mit 87 Tempo, 92 Schuss, 84 passend, 85 Dribbling und 80 Physis dazu. 1,82 Meter groß, mittelgeringe Arbeitsraten. Wunderbar eigentlich für Mittelstürmer. Besser kann es gar nicht laufen. Snyder schon mit 2 Longshot-Toren. Karesch mit seinem Fall ist das Skills. Schweinsteiger, sein bester Homie, der gerade geheiratet hat. Und dazu, ja, das eigentlich die Schweinsteiger-Podolski-Episode. Und dazu Team of the Season an Autovic, den ich ausprobieren wollte, den ich so unglaublich feiere, den ich auch als Deal-With-Spieler dabei hatte und der hier auch in diesem Team bisher sehr, sehr stark war. Gefällt mir gut, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Videobeschreibung, Links zu IG Vault für günstige Münzen. Mit dem Rabattcode MaxGamingTV bekommt ihr 6% auf eure Bestellung. Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, alles auschecken. Und da würde ich sagen, suchen wir Gegner, springen rein und bis gleich. Gegner gefunden, sein Team heißt Besiktas und er hat ein Serie A-Squad. Mit El Shaarawy, Dybala und nicht upgraded und Cuadrado vorne drin. Dann Pereira, Nainggolan, der ja auch eine starke EM gespielt hat. Marquisio, Alexandro, Miranda, Handanovic, Basali und Abate. Also nur ein Spieler, nee, zwei Spieler unter 80, was ich immer ganz interessant finde. Wir haben einige unter 80, aber das soll man sich aufhalten. Wir spielen auf dem Century Link Field und das wurde jetzt einfach übersprungen. Schade, aber ihr wisst ja, wie geil das aussieht und deswegen starten wir rein. Auf geht's. Podolski mit seiner ersten Aktion, aber abgefälscht. Es ruckelt hier ein bisschen. Kareschma und jetzt die Rabona-Flanke, aber die wird abgewehrt. Schade, aber Kavanda, nee. Ja, es ruckelt gerade ein bisschen. Das hatte ich vorher in den Spielen auch schon. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Wobei, ich lade gerade ein Video. Vielleicht liegt es daran. Ist auch nicht so klug, den aufzunehmen. Aber was soll ich machen? Ich habe halt momentan keine wirkliche Zeit. Arnautovic, Ecke auf der Linie geklärt von Nainggolan. Ihr seht den Lag und da ist Wesley Snyder und da kommt Schweinsteiger, der kommt auch nicht am Ball ran. Den habe ich bisher übrigens in diesen beiden Spielen, die ich gemacht habe, bisher noch null gesehen. Und Foul von Kavanda. Oh no, 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 oh no. Das war, ja, dem Lag teilweise geschuldet, aber teilweise einfach schlecht im Verteidigen. Ist halt erst die dritte Runde FIFA, die ich wieder spiele. Ach doch, es wäre abseits, Außenriss dann schlecht, 1-0. Übrigens, normalerweise dürfte es gar nicht lecken. Ich habe eine 100k-Leitung, von der auch tatsächlich 90k ankommen. Also normalerweise sollte so ein bisschen Upload gar nichts ausmachen, aber anscheinend tut es das. Gerade eben war es nicht schlimm. Kareschma läuft in die Trainerbank und hört damit auch irgendwie gar nicht mehr auf. So, jetzt haben wir es mal wieder. Da ist Arnautovic, die Flanke auf Podolski, der springt unterm Ball durch. Ja, er hat halt nur 6 Chemie, ne? Aber das müsste ja normalerweise nicht so schlimm sein, weil die normalen Stats müsste er ja trotzdem haben, nur halt keine Boosts. Und jetzt der Ball auf Marco Astroboy Arnautovic, der ist schneller als Miranda. Roulette Spin macht er nicht, juckt ihn nicht, leckt zu sehr, um Skill Moves zu machen und dann grätscht Handanovic den Ball weg. Aber vielleicht haben wir nochmal die Chance mit Podolski, kriegt hier den Ball, nö, kommt gar nicht erst entgegen. Wäre ja auch Schwachsinn gewesen. Wie Bravo den hält, ist natürlich klasse, aber wie das entstanden ist, uff, 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 uff. Podolski mit der Balleroberung, Lukas Podolski, die Latte, die Latte, die Latte.
Alles klar, war kein Foul von El Sharawi da gegen Kavanda. Kann man mal so sehen. Schön von Quaresma jetzt im Rückraum. Da ist Dembele, der hat ein bisschen Platz. Aber keine Anspielstation. Doppelpass. Oh, das dauert zu lange. Der wird nicht kommen. Na, der kommt doch. Und da ist Dembele im 16. Aber der ist halt Linksfuß und das geht halt so nicht. Der Leck nervt halt echt. Ah, da ist Snyder. Snyder. Wesley Snyder und Handanovic ist da. Ah, shit. Sind Schweinsteiger und Podolski vielleicht einfach kein Paar mehr jetzt, wo Schweinsteiger auch noch geheiratet hat? Man weiß es nicht. Aber bisher ist Schweinsteiger unglaublich schwach und von Podolski, naja, der Leck. Och, was war daran denn? Faul, Mann. Tu doch nicht so, als ob der gar nichts abkönnen würde. Da ist jetzt mal Podolski. Ah, Mann. Von Schweinsteiger siehst du nichts. Der hat noch keine einzige positive Aktion gemacht in allen drei Spielen. Also inklusive dem jetzt in 2,5 Spielen. Noch nicht eine gute Aktion. Weiß nicht, was mit der los ist mit der Karte. Da kann ich auch einen Bronze-Mittelfeldspieler hinstellen. Da ist Arnautovic. Vielleicht ja jetzt mal über unseren Österreicher mit dem Fake-Shot. Die Flanke, zweiter Pfosten. Die war scheiße, aber Snyder! Die Chance direkt auf den Mann. Hm. Also nur Podolski hat keine Chemie, ne? Sonst haben sie alle Chemie. Aber es liegt ja wirklich, ihr seht es ja selber, es liegt ein bisschen am Leck. Ich kann nicht wirklich was machen. Kavanda jetzt mal. Ah, da läuft er vom Ball weg, weil er nicht rankommt. Christian Fuchs. Die Flanke war auch nicht super. Zero fucks given. Normalerweise kennt man das zumindest besser von ihm. Jetzt vielleicht die Riesenchance über Arnautovic. Aber gut verteidigt, gut gelaufen und dann, ah Mann, so dumm vergeben. Ich traue mich aber auch gar nicht, irgendwas zu machen, was ich normalerweise machen würde. Einfach wegen diesem Leck. Eine Ballrolle, weiß ich nicht, ob das überhaupt geklappt hätte gerade in der Situation. Aber die Ecke war auch nicht gut. Kommt auf Snyder. Was willst du mit Snyder per Kopf? Snyder bleibt am Ball und Arnautovic und Handanovic ist da. Ach Mann, der Ball will nicht rein. Von Podolski sieht man übrigens gerade nichts, ich weiß. Aber was soll ich machen? Es geht nicht anders. Dembele kommt nicht zum Kopf, weil da ist Podolski. Podolski auf der Linie. Nein, das war nicht Podolski. Das ist Podolski. Und er kommt nicht zum Schuss. Ach Mann, das ist doch beschissen jetzt hier gerade. Ah, alles klar. Das müsste normalerweise rot sein, ist es aber nicht. Pereira kriegt gelb und vielleicht haben wir jetzt mal eine Freistoßchance. Arnautovic, ich will das eigentlich mit Podolski machen, aber der hat nicht genug Chemie eigentlich. Wobei, ja nee, Snyder ist logisch. Oh, jetzt stellt er die Mauer so beschissen. Okay, dann kannst du jetzt nichts machen. Was machen wir jetzt? Das ist die große Frage. Ich habe keine Ahnung. Wir laufen erstmal so rüber. Und dann passen wir den Ball da rüber zu Kavanda und der hat freie Schussbahn. Bitte. Quadrado komplett frei, Konter und Tor. Man kennt es nicht anders. Das ist FIFA. So ist dieses Drecksgame halt nun mal immer, wenn ich aufnehme. Beide Spiele komplett souverän gewonnen und dieses Spiel, der Ball wollte nicht ins Tor. Podolski wollte nicht zeigen, was er konnte. Und dementsprechend war es für den Gegner leider Gottes zumindest mit Podolski zu dealen kein Problem. Naja. Man hat nochmal einen Schussversuch, aber das war halt auch nix eigentlich. Er hat sogar einen Longshot gemacht im ersten Spiel. Also es liegt nicht daran, dass er es nicht kann oder dass er nicht die Chemie hätte. Es liegt einfach wirklich gerade daran, dass dieses Spiel nicht sein sollte oder nicht seins war und nicht meins ist. Ne? Vor allem wegen diesen... Ich komme halt nicht damit klar. Man kann mir sagen, wie schlecht ich bin. Man kann mir sagen, dass es nicht so schlimm ist und mein Gegner ja auch damit Tore schießen konnte. Ich komme mit Lex halt einfach nicht klar. Ich kann dabei nicht spielen. Und ja... Da ist mir dann auch egal, was andere können. Wir verlieren dieses Spiel mit 2:0 von Podolski. Haben wir kein Tor gesehen. Wir haben kein Tor von irgendwem gesehen. Das war eine ganz, ganz schwache Deal-With-Episode. Aber was willst du machen? Im Endeffekt, ja, hoffe ich trotzdem, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Vielleicht haben wir einige schöne Aktionen zumindest drin. Und es konnte euch ein bisschen unterhalten. Das hoffe ich. Die nächsten Videos werden, ja, hoffentlich ein bisschen besser vom Gameplay her. Wie gesagt, ich möchte gerne Karrieremodus machen. Das habe ich im Vlog angekündigt. Und ansonsten wird es noch Vlogs geben auf jeden Fall. Ich gehe noch zum Training von 96. Ich fahre noch nach Hamburg. Ja, mal schauen, was da so geht. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.